Weißt du was? Weiter geht's. Eine Leiche gefunden. Ehrlich? Das gibt's ja nicht. Und wo? Da. Hast du das gesehen? Ups. Ich hoffe, wir kommen ja trotzdem lang. Oh. Ich frag mich gerade, wo wir hier eigentlich sind. Ah, okay, wir haben hier noch einen Laden. Ich sag mal, wenn wir eh schon hier in der Ecke sind, können wir die auch noch mitnehmen, würde ich sagen. Vielleicht sollten Sie ein Taxi nehmen. Blut hier auf. Ah, wieder so einen Laden. Gibt's hier wieder eine Ecke? Ja. Warum knallen wir den Kerl nicht einfach an? Alter! Töte mich nicht! Er bewegt sich aber auch kein bisschen raus hier. Okay. Du Mistkerl! Dafür mach ich dich fertig! Lass mich los! Ich hab Informationen! Wir schmuggeln das Zeug in ein Lager nicht weit von hier. Sieh auf deiner Karte nach. Was? Was war das denn? Wieso hat er uns jetzt attackiert? Oh, hier haben wir auch einen Laden. Wahrscheinlich ein Nieder... Okay, ja, so ein bisschen zumindest. Ich nehme mal an, die anderen beiden, die hinten waren, gehörten gar nicht hier zu dem Laden, sondern haben irgendwas geschmuggelt. Wie sieht ihn an? Bring dich um! Ich bin getroffen!
verdammtes Corleone-Schwein. Was? Ich wette, dass du... Ich polier dir die Fresse. Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, sollten Sie die Corleones beteiligen. Alles klar? Okay, ich zahle, aber wehe, du hältst dich nicht an unsere Abmachung. Der Laden ist alles, was ich habe! Okay. Was ist mehr wert? Der Club oder Ihr Leben? Ich zahle, Sie Hurensohn! Okay, die Tür können wir diesmal hier gar nicht öffnen. Ja! Na! Lassen Sie mich rein oder es gibt Ärger. Ich mache eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Besser ist das. So, wo müssen wir denn jetzt hin, um in die Ecke zu kommen? Ist egal, wir können hier gleich links abbiegen. Was zum Teufel soll das? Okay, nicht unbedingt. Jetzt. Der Don ist tot. Luca schläft bei den Fischen und Tom Hagen, der Concili... Ich kenne das Wort, aber ich kann es nicht aussprechen. Der Consage, glaube ich. Der Corleones ist verschwunden. Wer kann jetzt nur verhindern, dass die Tataglias die Corleones auslöschen? Toll. Mann, die Hunde... Hey, Mister. Monk Malone, kennen Sie den? Wir sind hier verabredet. Ganz ruhig. Er ist kurz rausgegangen. Er kommt gleich wieder. Nun setzen Sie sich. Lass den Motor laufen. Reiß dich zusammen. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hey, Francis. Marty! Komm her. Hey, Schwester. Wie steht's? Wie geht's dem Alten? Naja, meistens gut. Er ist erschöpft. Du Augenblick, Friedrich. Nimm noch etwas Obst mit. Okay, Pa. Was ist los? Monk. Gott sei Dank. Luca ist tot. Luca? Danke vielmals. Sie sind zu gütig. Fröhliche Weihnachten. Scheiße! Scheiße!
Verdammt, ich rufe den Notarzt, Monk. Nein. Das wird schon wieder. Frankie, meine Schwester ist da draußen. Sieh nach, ob sie okay ist. Ich glaube, diese Mission kenne ich noch so halbwegs. Jemand muss die Polizei rufen! Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Hab Schlimmeres erlebt. Sie sind Frankie, oder? Monks Schwester. Ja, warum? Er wurde angeschossen. Oh Gott, was ist passiert? Es war eine Falle. Ich glaube, der Don ist tot. Hey, helfen Sie mir, meinen Vater ins Krankenhaus zu bringen. Steigen Sie ein. Wir folgen dem Krankenwagen. Wir müssen ins Krankenhaus, bevor mein Vater stirbt. Oh ja, ich kenne diese Mission. Halt die Autos vom Krankenwagen fern! Alter! Pumpen Sie voll Blei! Na komm. Oh! Verdammt! Gucken Sie voll Blei! Hey, kannst du jetzt mal stehen bleiben?
Was ist hier los? Spuck's aus. Solozzo. Herr Doran Consiglieri Tom Hagen. Sie verstecken sich in einem alten Diner in Brooklyn. Jetzt muss ich auch noch fahren. Fahr mit dem Krankenwagen zum Krankenhaus im Norden von Little Italy, an der East Houston Street. Kann ich keine Sirene anmachen? Verdammt. Gib Gas, wir müssen ins Krankenhaus. Fahr weiter, Mann, beeil dich! Halt durch, Dad, halt durch! Muss ich jetzt hier links abbiegen? Ich muss mal kurz gucken. Ja. Du schaffst es! Du schaffst es! Schon zehnmal dran vorbeifahren, ja, und jetzt geht's auf einmal. Kommen wir hier hin. Zum Teufel, könnt ihr mir helfen, Leute? Hey, Fredo, was ist denn passiert? Sonny, ich... Pap? Oh, verdammt! Was macht der Kerl hier in der Nasebohren? Schafft ihn weg! Fredo, schwing deinen Arsch hier rüber. Hey, Kleiner. Du musst verstehen, er ist nur so, weil sein Vater verletzt ist. Also, was ist da passiert? Die haben uns auf der Brücke abgefangen. Der Kerl hat irgendwas gefaselt von Solozzo und ihrem Consiglieri. Consiglieri? Tom. Was hat er sonst noch gesagt? Das ist wichtig. Was noch? Er sagte, sie wären in einem alten Diner in Brooklyn. Scheiße. Ich hoffe, Tom geht's gut. Er ist kein Kämpfertyp. Ab jetzt übernehmen wir, Kleiner. Beweg deinen Arsch zum Anwesen. Juhu, Mission gemeistert. Nach einem Fehlschlag. Respekt 5000, Geld 2,5. So, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.